1987 kam Maniac Mansion raus. Ich habe das früher Manic Manson genannt, weil ich damals noch nicht wusste, was Englisch ist. Aber ich habe das rauf und runter gespielt. Ich habe quasi Englisch gelernt. Beavis und Butthead haben mich später das Englisch verfeinert, aber die Basis meines Englisch, das ich spreche, hat mir Maniac Mansion beigebracht. Zumindest die wichtigen Verben. Und wie das geht, das zeige ich euch. Den alten Klassiker, den holen wir raus und mal gucken, was geht. Ja, ich habe was mitgebracht und wir fangen nicht direkt mit dem Spiel an, denn eigentlich würde ich gerne das spielen, was ich früher gespielt hatte, auf dem C64. Und zwar aus dem Grund, weil er eine ganz spezielle Optik hat, aber noch viel wichtiger, einen ganz speziellen Sound hat. Der Chip vom C64 hat sich sehr speziell angehört, man kann ihn direkt erkennen, er hatte den besten Sound. Leider ist das nicht so optimal, euch Maniac Mansion anhand dieses Spieles, anhand des C64 zu zeigen. Der muss nämlich immer wieder laden. Außerdem gab es da noch keine Maus damals. Ich habe euch aber den Vorspann vom C64 mitgebracht, weil der hat mich am meisten enttäuscht. Wir können jetzt auch gerne schon mal reingucken. Das ist das Bild vom C64. Oh, shit, haben wir nicht. Das ist ein bisschen doof. Aber wir können das überspringen. Überspringen wir, oder? Ich hatte deinen Rechner gerade, also als du C64 gesagt hast, ist es schwarz geworden. Deswegen dachte ich, du hast was eingestartet. Hört ihr die Regie? Die sagt, eigentlich hatte sie gerade das Bild und dann war es weg. Und jetzt auf einmal sieht es bei mir so aus. Könnt ihr das zeigen? Jetzt ist er nämlich abgestürzt oder so. Ich habe ganz viele Farbfacetten hier. Nee, ich krieg gerade gar kein Bild mehr. Guck mal, der Jörg, der gerade in der Regie sitzt und versucht, das Ganze hier an den Start zu schicken, sagt, dass das leider nicht funktioniert. Was aber auch völlig normal ist bei so einem alten Onken. Das habe ich mir. Ich habe aber noch was mitgebracht. Und zwar, kennt ihr noch Frank Elstner? Der Typ, der Wetten, das erfunden hat, der hat damals den Amiga angekündigt. Und dieses kleine Video habe ich mitgebracht, um zu erklären, warum es keine Maus gab. Wir können mal gerne reingucken. Das ist ja nämlich der gute Frank. Also sollten Sie an dem Amiga heute Abend etwas feststellen, was Ihnen besonders gut gefällt, dann sagen Sie das auch Amiga. Der kann nämlich hören. Der stellt den Amiga damals. Das war 1986. Das werden wir nachher alles testen. Es ist einer von den Stars, die ich noch nie in meinem Leben angesagt habe. Er hat tolle Manager. Ja, und mir fällt gerade auf, warte mal, 87 kam Maniac Mansion, glaube ich, raus. Da gab es ja schon ein Jahr die Maus. Aber ich zeige euch mal, wie die Maus hier in Deutschland angekommen ist. Meine Lieblingsstelle. Wunderbar. Ich habe es, glaube ich, auch schon öfter mal gezeigt. Aber für die, die es noch nicht kennen. Und wenn Sie nicht mit der Tastatur arbeiten wollen, auch diese Möglichkeit gibt es natürlich beim Amiga, dann können Sie die Tastatur unter dem Zentralgehäuse verstauen. Neben der Tastatur, ich nehme an, die Kamera zeigt das jetzt mal, gibt es das sogenannte Rollkugel-Eingabegerät. Jawohl, das Rollkugel, seht ihr das? Das ist dieses neuartige Rollkugel-Eingabegerät. Merkt euch das ganz genau, das wird die ganze Welt im Sturm erobern. Mega gutes Ding, neues Interface zwischen Mensch und Tastatur. Ach, Mensch und Computer. Und bei Frank Elstner habt ihr es zum ersten Mal gesehen, bei der Commodore-Premiere in Frankfurt 1986. Aber kommt, lang genug um heißen Brei geredet. Mist, jetzt schaffen wir das leider nicht, den Original-Sound vom C64 zu bringen. Aber gut, dann zeigen wir euch die DOS-Version. Seht ihr die denn? Das ist die DOS-Version. Die ist objektiv betrachtet ein bisschen hübscher, da sie eine höhere Auflösung hat. Und ich glaube, 256 Farben ist auch mehr, als der C64 darstellen konnte. Wobei, das hier ist, glaube ich, gar nicht VGA, oder? Naja, komm, wir steigen mal ein. Leider ist der Sound ein bisschen mies. Ich spiele immer mit Sid und mit Bernard. Dave kann man gar nicht abwählen. Und wir starten das Ganze. Ich meine, Maniac Mansion müsst ihr dir kennen, oder? Muss ich da noch viel erzählen? Die haben quasi das Point-and-Click-Adventure damit erfunden. Ron Gilbert. Der Mann sollte ja später noch recht bekannt werden. Und das ist der Sound. Leider nicht der C64-Sound. Ein bisschen piepsig. Gucken wir uns mal kurz an. Ich gehe mal in den Chat. Ihr hängt immer noch bei dem Rollkugel-Eingabegerät. Das war gut, ne? Einer der besten Soundtracks damals gewesen, auf jeden Fall. Und wir warten jetzt noch mal ein paar Sekunden, dann dürfte gleich der Schriftzug eingeblendet kommen und der sieht echt cool aus. Hammer, oder? Wow.
Und mir fällt auf, das ist auch ganz anders, die Version hier. Normalerweise auf dem C64. Sah der ganz anders aus. War länglich und da steckte auch eine Kettensäge drin und so weiter. Aber das Spiel geht schon los, seht ihr? Der gute Dave redet nämlich. Story ist folgende. Dave hat eine Freundin, die heißt Sandy. Und Sandy ist weg. Und jetzt wollen sie die retten, weil die haben die Vermutung, dass sie sich in diesem verrückten Anwesen befindet, das den Namen gibt für dieses Spiel. Und wir können Dave steuern. Wir gehen mal los mit Dave. Sid und Bernard warten da noch. Und als erstes gucken wir mal hier. Hinter diesen Büschen ist eigentlich so ein Gitter, aber das können wir nicht öffnen. Es ist leider zu stark verrostet. Vielleicht haben wir da später die Möglichkeit. Gucken wir mal, was im Briefkasten ist. Open Mailbox. Ist da was drin? Können wir mal gucken. Open, close, read, what is, pick up. Look at, wo ist denn look at? Ist ein bisschen anders als die Version, die ich kenne hier unten mit den Verben. Na gut, da ist eh nichts drin, das weiß ich ja. Später kann da was drin sein. Es gibt verschiedene Enden bei dem Spiel. Das ist mega der Hammer. Und der Tentakel, der hier wohnt, der hat eine Band. Und das Ende mit dem Tentakel beinhaltet, dass man diesen Briefkasten benutzen muss. So, wir ziehen mal. Ich glaube, wir müssen Pull-Doormat machen. Pull-Doormat, jawohl. Macht er nicht? Doch, macht er. Und was ist das? Ein Schlüssel. Und das hat für mich damals, das war für mich der Hammer, als ich das erste Mal gesehen hatte. Ich dachte ja als kleiner Dennis, dass dieses Haus gerade simuliert wird im Computer, dass es wirklich im Cyberspace existiert und dass ich gerade in diesem virtuellen Haus hier den Schlüssel aufhebe. Wo ist aufheben? Pick up. Da. Pick up. Key. Und meine Güte, was für Möglichkeiten wir haben. Jetzt können wir Use Key mit Door bestätigen. Und die Tür ist offen. Leute, wir sind drin. Hammer, oder? Wir hätten noch klingeln können. Wollen wir das mal machen, dann lernen wir die Leute kennen. Oh, da habe ich Angst, Mann. Ja, ja. Das sind ganz fiese Typen. Die, als ich das letzte Resident Evil gespielt hatte, die erste Hälfte ist so ein bisschen Maniac Mansion, wenn ihr wisst, was ich meine. Was wollte ich denn jetzt hier? Push. Wo ist Push? Da. Push. Die Door-Klingel. So, das dürfte jetzt auch einen Sound geben. Achtung, richtig Hammer. Gut, oder? Das ist Ed. Und das ist unser Ziel für heute, was ihr da in der Mitte gesehen habt. Das Meerschweinchen. Das wollen wir heute in die Mikrowelle tun. Wir werden es nämlich wahrscheinlich in der Zeit nicht schaffen, das Spiel durchzuspielen. Aber unser Ziel für heute ist es dieses Meerschweinchen. Das war nämlich damals der Hammer. Jetzt müssen wir warten, bis er zur Tür kommt. Wenn wir jetzt reingehen würden, hätten wir ein Problem. Dann würden wir in den Kerker gesteckt werden. Aber wir klingeln erstmal, mal gucken, was passiert. Lernen die Leute kennen. Na, kommt der auch? Da ist er. Kannst du das Schild nicht lesen? Jetzt hau ihr ab, Mann. Okay, der ist nicht sehr freundlich. Das war's. Würde ich sagen. Unlock. Komm schon, Unlock, Front Door with Key. Interessant, in der Version gibt es Unlock, was eigentlich überflüssig ist, da man mit Use, wo ist Use? Da, mit Use eigentlich ist austauschbar. In meiner Version kommt man ohne Unlock aus, auf dem C64. Das ganze Haus übrigens, der Skywalker Ranch, so ein bisschen nachempfunden. Und, wir gehen als erstes mal in die Küche. Zack, die Küche ist hier. Nehmen wir alles mit, die Taschenlampe. Haben wir. Da ist die besagte Mikrowelle. Hier ist die Kettensäge, die können wir uns mal anschauen, was ist da los? Anschauen, anschauen. Read? Nothing to read on. What is? Ah, okay, das ist es. What is? Ah, nee, what is, ist im, um in dunklen Räumen zu sehen. Ist seltsam, ist ganz andere Verben als in der Version, die ich hatte. Deswegen, mit meiner hätte ich mir die jetzt mal reinziehen können und dann hätte er was dazu gesagt. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein. Rechts ist Edna. Und jetzt müssen wir schnell weg.
Schnell raus hier. Oh, Glück gehabt. Edna kann zum Glück nicht durch Türen gehen, wie wir hier sehen. Und in der Zwischenzeit ist der verrückte Professor unten im Keller. Und da ist Sandy. Und er will das Gehirn manipulieren von Sandy. Aber Sandy will nicht. Sie meint, Dave und seine Freunde werden sie retten kommen. Und wir hören schon was von dem seltsamen Meteor, den wir später kennenlernen. Denn eigentlich ist der eigentliche Bösewicht in diesem Spiel nicht die Leute, die wir bis jetzt gesehen haben, sondern ein ganz, ganz fieser, schleimiger Meteor. Okay. Wie spielt man das nochmal? Mist, wenn wir hoch... Ja, wir müssen... Okay, wir müssen hier lang. Sehr, sehr komplexes Spiel, wie gesagt. Verschiedene Enden, gar nicht so einfach. Wir schauen mal in den Gefrierschrank oder in den Kühlschrank und nehmen alles mit. Und wir brauchen das alles. Wir müssen gleich an einem Tentakel vorbei, der tierisch Hunger hat. Pick-up, Käse. Pick-up, Batterien. Pick-up, Salat. Pick-up, Pepsi. Und Pick-up, eine zerbrochene Ketchup-Flasche. Und dann gehen wir hier in den nächsten Raum. Und Leute, ganz ehrlich, damals 86 war das ein absolut geniales Gefühl, dieses Haus zu erforschen. Es war so riesig. Es kam ihm noch riesiger vor eigentlich, als es ist, durch diese langen Ladezeiten damals. Früher musste man zwischen, wenn ich jetzt so eine Tür aufmache und da reingehe, musste man dazwischen circa, ich weiß nicht, will nicht übertreiben, aber so 10, 20 Sekunden warten, bis der Raum geladen ist. Was haben wir denn hier alles? Das ist sehr, sehr wichtig. Das da sind Fruchtdrinks. Die brauchen wir. Da steht der Tentakel total drauf. Wir brauchen auch dieses Glas. Dann in der Zwischenzeit. Oh, ist Ed hungrig. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind jetzt nicht mehr in der Küche, sondern hinter der Küche. Aber würden wir uns zwischen der Küche und Ed befinden, der geht jetzt tatsächlich im Haus gerade den Weg lang. Wenn wir uns auf dieser Strecke befinden würden, würde der uns finden. So stark ist das tatsächlich schon simuliert. Hammer, oder? Ist das hier? Das nehmen wir noch mit. Dosen, Essen und was ist das? Oh, Tentakelfutter. Und da ganz oben haben wir so Fotoentwickler. Oh, guck mal, Ed ist gerade schon in der Küche angekommen. Dummdi-dumm, sagt er. Hö? Wo ist der Käse? Und geht wieder. So, jetzt versuche ich dieses Zeug da oben zu nehmen. Achtung. Ah, war zu weit oben, ist runtergefallen. Ihr seht das hier. Aber da unten ist ja ein Gitter. Na, das wird später nochmal wichtig. Machen wir die Tür hier auf. Die wird abgeschlossen sein. Ja. Aber ich weiß, wo der Schlüssel ist. Das Ganze erledigt auch nicht Dave alleine. Als nächstes holen wir bald die Kumpel rein. Also wieder, wir haben jetzt hier eigentlich alles eingesteckt, was es einzustecken gibt. Sogar die Tür ist wieder zu, weil Ed die zugemacht hat. Open Door, danke. Gucken wir mal hier. Wobei, ja doch, gucken wir mal hier. Ah, das Wohnzimmer. Hier ist ein altes Radio, ein Kassettenspieler. Öffnen wir mal das alte Radio. Was ist da? Eine Radioröhre. Können wir die nehmen? Ah, er hat leider keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist technisch zu fortgeschritten, als dass Dave da eine Ahnung von hätte. Aber deswegen haben wir Bernhard dabei. Bernhard kennt sich richtig aus. Und hier wird das aufmerksame Auge. Was ist denn das sagen? Wir haben ja oben einen Schlüssel. Wie kommen wir denn daran? Der ist zu weit oben. Pickup-Schlüssel. Kommt da nicht ran. Ja, aber ich habe eine Idee, wie wir da rankommen später. So, hier ist es jetzt sehr, sehr dunkel. Und dazu ist diese What-Is-Geschichte, weil die zeigt euch hier, wenn ihr rüber hovert, an. Lamp, da ist sie. Lamp. Turn on Lamp. Jawohl. Habt ihr euch früher auch gefragt, was hier oben ist? Man kommt hier nämlich nicht rauf, diese Wendeltreppe. Da könnt ihr das auch noch mal lesen. Out of order. Also, da kann man leider nicht hoch. Ich habe mich immer gefragt, was ist da oben? Und ich dachte, man kommt da auch irgendwie hin. Aber ist nicht so. Und ich weiß zufällig, dass hier dieses Panel offen ist. Und da ist eine Kassette drin. Wollen wir die mal nehmen? Okay, mehr ist hier nicht. Also raus. Dubi-dubi-dub.
steig aufs Sofa, lese ich gerade im Chat. Das wäre natürlich. Ja, aber perspektivisch ist natürlich dieser Kronleuchter viel zu weit vorne. Das Sofa hier vorziehen, das ist außerhalb unseres. Außerhalb des Rahmen des Möglichen, aber wir gehen jetzt mal hoch. Die Tür hier, die hat ja gar keinen Türknopf. Deswegen können wir da nicht rein. Ich habe eine Idee, wie man da reinkommt. Aber das ist jetzt gerade unwichtig, deswegen gehen wir da nicht rein. Und wir sind im ersten Stock. Der hat nur diese paar Räume hier, die nehmen wir mal alles kurz mit. Wachsfrüchte, Pinsel. Und was war das nochmal? Ah ja, Farbentferner. Und das habe ich als Kind auch nicht gerafft. Aber irgendwann später, dass das hier quasi so eine Aktmalerei sein sollte. Das hier ist der purpurne Schleim. Und da wollte jemand tatsächlich den Meteor malen. Ist aber nicht ganz fertig geworden. Im Kunstzimmer hier. Gehen wir mal auf die andere Seite. Und das ist, glaube ich, das Musikzimmer. Jawohl, das können wir auch benutzen. Use Piano. I can't play that thing. Okay, er kann damit nicht, er kann das nicht. Oh, hier ist eine Schallplatte. Nehmen wir auch mit. Und das hier wird später noch wichtig. Ich frage mich gerade, können wir die Kassette da? Ja, die Kassette könnten wir da eigentlich schon. Wo ist die Kassette? Da. Cassette Tape. Use Cassette Tape with Cassette Recorder. Nochmal. Use Cassette Tape mit Cassette Recorder. Bestätigen. Drin. Ah, okay. Und use. Wo ist der? Da, Old Record on Grammophon. Und jetzt Turn on Grammophon. Okay. Das ist nicht das, was wir suchen. Wir wollen später etwas auf die Kassette spielen, überspielen. Haben aber noch nicht den richtigen. Richtige Schallplatte. Was ist hier? Oh, hier ist auch dunkel. Oh, oh, oh. Also, what is? Desk, Blackboard, Door, Medical Skeleton. Ich glaube, hier auf dem Tisch war eine Lampe. Desk Lamp, da war sie doch. Desk Lamp. Turn on Desk Lamp. Yep. Open Schreibtisch. Da ist ein Manuskript drin. Das holen wir mal kurz raus. Pickup, Manuskript, Read, Manuskript. Looks like someone's memoir, but the writing is terrible. It's written by a meteor. How strange. Ach, okay, das sind die Memoiren des Meteors. Aha, aha. Ansonsten ist in diesem Raum nicht viel los. Ich weiß gar nicht, das können wir, glaube ich, nicht mal aufmachen. Nee, das ist wirklich, dieser Raum ist ein bisschen überflüssig. Hier ist, den braucht man fast gar nicht. Überhaupt, ich glaube, diese Memoiren auch nicht. Das hier ist einer meiner Lieblingsräume gewesen. Hier sind die ganzen Arcade-Cabinets. Und auf Meteor Mass später müssen wir eine Runde spielen, wenn wir das Spiel durchspielen wollen. So, und jetzt gehen wir mal hoch hier. Und ich überlege gerade, haben wir Wasser? Nee, wir haben aber Fruit Drink. Okay, ich probiere es mal. Und jetzt müsste ich auch noch mal in den Chat fragen, was genau kriegt denn jetzt der Tentakel? Denn wir gehen jetzt hier hin und jetzt kommt die erste spannende Stelle. Der lässt uns nicht durch. You can't pass until you feed me, sagt er. Der hat Hunger, sonst kommen wir nicht vorbei. Und wie war das? Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Man kann ihm alles zu essen geben, was man in der Tasche hat, aber er braucht nicht alles. Ich glaube, was wichtig war, weil später muss man noch eine fleischfressende Pflanze füttern. Und ich glaube, wie war das noch? Irgendwer mochte gerne die Wachsfrüchte. Und, oh ja, da steht es auch schon im Chat. Die Wachsfrüchte. Na, war das der Tentakel? Er will die Wachsfrüchte, okay. Geben wir die mal. Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall richtig schon mal mit den Wachsfrüchten. Bowl of Wax Fruit. Also, give bowl of wax fruit to Tentakel. Wow, my favorite! That's what I wanted. Jetzt ist er durstig. Und jetzt geben wir ihm die Fruchtdrinks. Ich glaube, so war das. Oder kommt da noch mehr? Weil sonst. Also, give Fruchtdrinks zur grüner Tentakel.
Thanks. Ah, das war's schon. Guck mal, ist geil. Nee, das Schwierige kommt später mit der fleischfressenden Pflanze nochmal. Öffnen wir mal die Tür. Hey, ist schon wieder dunkel. What is? Enlarger, Desk, File Drawers. Wo ist eine Lampe? Red Light. Wo war das? Hier irgendwo. Desk, Red Light. Turn on Red Light. Danke. Und ich glaube, die sind verschlossen. Ja. Das ist auch einer dieser Räume. Die sind nicht unbedingt wichtig. Also diesen Verein Lösungsweg kann man in diesem Raum was machen, aber das war nie mein Lösungsweg, ehrlich gesagt. Ich habe immer den anderen benutzt. Und jetzt sind wir schon im obersten Stockwerk. Hier drüber ist nur noch der Dachboden. Krass, wie schnell wir das Haus hier. Das erste ist so eine Art Gästezimmer. Da finden wir eine kleine Münze auf dem Boden. Die heben wir mal schnell auf. In der Zwischenzeit. Ed und Edna. Wundern sich, dass der Großvater sich so seltsam verhält. Er war seit 5 Jahren nicht beim Abendessen. Und er bringt seltsame Körper nachts in den Keller. Aber die Mutter von ihm kann ihm auch nicht helfen. Und er sagt, ja gut, alles klar, tschüss. Okay. Das war direkt nebenan, ein Zimmer weiter. Wir haben mega Glück gehabt, weil jetzt gerade ist er draußen lang gegangen. So, also was wollen wir? Pickup, Dime. Haben wir aufgehoben. Das hier ist ein richtig spannendes Funkgerät. Können wir noch nicht benutzen. Aber was wichtig ist, ist das hier. Wollen wir uns das mal angucken, dieses Poster hier. Wanted for terrible acts of violence. One murderous purple found call. Was? Ah, alles viel zu schnell. Alles viel zu schnell. Nochmal, wir machen diese Nummer, müssen wir uns merken. Purple slimy meteor, please call 3412. 3412, das merkt ihr euch, oder? Okay. Dann gehen wir hier runter. Gehen wir mal hier hoch. Und das hier oben ist das Zimmer vom lilanen Tentakel. Vom purpurnen Tentakel. Und er ist so ein bisschen teeny drauf. Hat auch eine Rockband. Da ist er schon. Sehr depressiv. Läuft nicht so mit seiner Band. Sein Leben geht nirgendwo hin. Und nicht mal das ganze Essen zu essen hat ihm geholfen. Naja, aber, oh, guck mal, da ist so ein Rekord, den nehmen wir mal mit. Schallplatte haben wir mitgenommen. Er versteckt sich hinten in der Ecke und wir nehmen einfach den Schlüssel, oder? Und wollen wir noch mal kurz mit ihm reden? Nee, nicht reden. Wie spreche ich denn jetzt mit ihm? Geht gar nicht. Use. Nee. Na gut, komm. Lass uns weiter hier. Hier runter. So. Jetzt haben wir diese Nummer. Wir haben den Schlüssel. Welcher Schlüssel war das? Der Yellow Key. Der Yellow Key ist, glaube ich, genau der, den wir am Anfang gebraucht hatten. Hier wohnt Edna. Hier wohnt Ed. Gehen wir nicht rein. Gehen wir gleich rein. Wisst ihr, was wir machen? Wir sind richtig tricky. Und da dachte ich auch, oh meine Güte, ist dieses Spiel genial damals in den 80ern. Wir werden nämlich gleich unten mit einem anderen Boy klingeln, verstecken uns nebenan. Und wenn Ed zur Tür geht, düp-di-düp-di-düp-di-düp-di-düp, kommen wir hier düp-di-düp-di-düp raus und gehen in sein Zimmer und klauen den Hamster. Ja, das schaffen wir, oder? Also, gehen wir mal hier in die nächste Tür. Dass das geht, das war früher der absolute Hammer. Und naja, vielleicht gucken wir uns vorher nochmal hier diesen Sarkophag an mit Fernseher drin. Okay, hier ist so ein zum Trainieren so ein Ding. Wir können es ja mal benutzen. Zwischendurch ein bisschen trainieren. Ist auch kein Gag, braucht man wirklich. Aber dann muss man dreimal trainieren. Das allererste Ding, was ich angeklickt habe in diesem Spiel, das war das Gitter vor der Haustür hinter dem Busch. Das war so zugerostet, dass wir es nicht abgekriegt haben. Aber wenn wir jetzt noch einmal trainieren, sind wir, glaube ich, stark genug, um dieses Gitter jetzt beim nächsten Mal vielleicht zu entfernen, ha? Huh?
Nee, das Garagentor kriegt man damit, glaube ich, nicht auf Old Snake, sondern das Gitter vorne. So, wir öffnen mal hier diese Tür. Und hier haben wir noch ein Badezimmer. Was ist denn da hinter dem Vorhang? Oh nein, das ist der Onkel. Ist der Onkel. Einmumifiziert. Schauen wir uns mal an. Lesen mal die Wand. Nee, geht nicht. Ah, können wir uns nicht angucken. Was mit der Toilette? Öffnen wir mal. Ja, wollen wir mal dran ziehen? So hört sich das an. Toilettenspülung. Okay, mehr ist hier nicht. Oder war der Raum noch irgendwie wichtig? Ach ja, doch, der war wichtig. Da liegt doch was. Dieser Schwamm. Den Schwamm haben wir mitgenommen, das war's. Und ich muss noch mal gucken. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Brauchen wir nicht auch ein bisschen Wasser, wenn ich den Wasserhahn andrehe? Und dann benutze ich das Glas mit dem Wasser. Haben wir ein Glas mit Wasser. Dann machen wir das natürlich wieder aus und gehen raus. Mir fällt gerade nicht ein, wozu wir das Wasser benötigen. Ich glaube doch, für zum Essen für die fleischfressende Pflanze. Ich weiß gerade nicht genau. Fleischfressende Pflanze ist nämlich hier schon. Hier, Familienbild, wunderbar. Diese fleischfressende Pflanze sehen wir hier. Wollen wir zum Wachsen kriegen, dass wir da oben reinkommen. Aber was ist denn hier los? Können wir hier vielleicht... Wir haben noch einen Schwamm gefunden. Use Schwamm mit... Wir haben so eine Art... Da, mit Paint Remover. Wo ist das denn jetzt? Da ist der Sponge. Es hat geklingelt. Es hat geklingelt. Oh, jetzt müssen wir schnell sein. New Kid, wir gehen zu Sid. Es hat geklingelt. Das war der Briefträger. Schnell, Sid, lauf. Ed hört das nämlich und läuft zur Post. Wir wollen vor ihm da sein. Ed geht zur Post. Wir laufen schnell zur Post. Da nehmen wir das. Pick up. Package. Und schnell verstecken. Oh, nee, nicht. Wir machen hier. Nicht, dass der uns noch fängt. Nee, wir stehen hier dumm rum. Dann guckt er gleich blöd. So, wir gehen wieder zu Dave zurück. Der war hier oben. Und benutzen schnell Use Sponge in Farbdings. Kannst du das Schild nicht lesen? Verpiss dich. Ja, wir haben das. Wir gucken gleich mal wegen dem Paket. Wieso funktioniert das nicht mit dem... Ja, mit dem Schwamm kann man auch radioaktives Material aufsaugen. Du hast recht, Jan Kukwa. Dieses radioaktive Material kann man dann auch in die Mikrowelle tun und das Spiel so beenden, da alle dann sterben. Aber, wie... Warte mal, wie mache ich denn das, man? Warte, hatte ich nicht auch einen Pinsel? Aber wo ist denn jetzt mein Farbentferner? Ich habe den Sponge, den Schwamm in den Farbentferner getunkt. Dann hat er gesagt, was für eine Verschwendung. Und jetzt ist der Farbentferner weg. Das ist natürlich blöde. Flashlight Key. Ha! Ja, der Paint Remover ist jetzt weg. Keine Ahnung. Was war da nochmal hinter? Ich glaube. Was war denn da nochmal? Ich weiß es gerade nicht. Aber wir wollen jetzt erstmal das Wichtigste, nämlich das. Wie heißt das Ding? Das Meerschweinchen. Also, wie kriegen wir das Meerschweinchen? Sid drückt die Klingel. Und da ist mir jedes Mal das Herz in die Hose gerutscht. Ich fand das so spannend jetzt hier. Achtung, jetzt müssen wir ganz schnell sein. Ed hat sein Zimmer verlassen. Wir gehen rüber zu Dave. Ed befindet sich jetzt im Flur. Jetzt gehen wir schnell raus, weil Ed wahrscheinlich... Nein, da! Ed ist schon da! Er ist noch da. Scheiße. Wir hätten ein bisschen länger warten müssen. Ist er jetzt weg? Ich weiß nicht, geht er jetzt noch zur Tür?
Hm. Wir probieren es aus. Na, schnell raus! Habt ihr gesehen, er war noch drin. Wir müssen es nochmal machen. Wir waren zu schnell. Also, Sid, bitte klingel nochmal. Das hat so nicht funktioniert. Tut mir leid, mein Fehler. Again? Okay, wir warten. 21, 22, 23. Guck mal, der Micha hat Lasagne jetzt gekriegt. Für den wurde heute gekocht. Hab ich vorhin im Chat gelesen. Guten Appetit mit extra viel Käse. Krieg ich auch Hunger. So, das hier, es funktioniert jetzt. Wir klauen das Meerschweinchen. Pick up. Das ist ein Hamster. Und dann open Piggy Bank. Dann pick up. Oh, er ist schon unten. Kannst das Schild nicht lesen? Verpiss dich. Schnell noch die Kohle einsacken. Komm, schnell, schnell, schnell. Pick up die Kohle. Pick up die Kohle. Pick up die Kohle. Pick up. Und noch schnell das da. Jawohl, und schnell raus. Und verstecken. Das war knapp. Was haben wir alles mitgenommen? Card Key. Und ganz viele Geldstückchen. Was ist ein Dime nochmal? Sind das 10 Cent? Bin mir gerade nicht so sicher. Ja. Vergiss nicht zu trainieren, sagt Jan Kukwa. Haben wir schon gemacht. Trainiert haben wir schon. Wir können es nochmal machen, weil eigentlich kommt da doch eine Meldung. Nee, wir haben dreimal trainiert. Also, wir haben den ganzen Kram. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir runter. Und damit wir auch mal was geschafft haben, machen wir jetzt das, was der kleine Dennis jedes Mal gemacht hat in den 80ern mit dem kleinen Hamster. Dum, 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 dum. Ja, da in die Richtung müssen wir eh. Da passt nämlich auch der gelbe Schlüssel. Da kommen wir nämlich raus. Das ist die Uhr. Das ist die Küche. Und hier ist die Mikrowelle. Und sollen wir das wirklich machen? Use Hamster in Microwave Oven. How sick. Nein. Das machen wir nicht. Das geht doch nicht. Dachte dir, ich meine ernst? Ha! Na, wartet mal ab. Vielleicht war das noch nicht das Ende der Geschichte. Denn das Problem ist, Dave ist zu tierlieb. Einen Hamster in die Mikrowelle tun, tut nicht jeder Charakter in diesem Spiel. Also gucken wir mal später. So, jetzt zur Tür hier ganz am Ende. Hoffentlich war das auch mit dem gelben Schlüssel hier. Also, unlock. Door with gelber Key, da. I can't unlock the door with this. Nee, das ist der falsche. Welcher war denn der gelbe nochmal? Okay, ist der falsche. Ist der falsche, ist der falsche. Ja, jetzt muss ich aber nochmal überlegen. Das war nämlich, das ist die Frage, die ich mir gestellt hatte, als mir gestern nachts um 3 die Idee kam, hey, lass doch Maniac Mansion spielen. Ich habe voll Lust, rauszufinden, ob ich es noch schaffen würde, das durchzuspielen, ohne nachzugucken. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich hänge. Wo war der Yellow Key nochmal? Wisst ihr, wir machen erstmal mal was anderes. Wir gehen nochmal jetzt raus und benutzen unsere Muskeln, die wir ja antrainiert haben. Sid steht da schon. Und jetzt können wir das hier wahrscheinlich öffnen. Jawohl, easy, sagt er jetzt, weil wir trainiert haben. Und hier brauchen wir jetzt nicht lang. Na doch, wir können hier lang gehen. Machen wir mal. Wir sind unter dem Haus. Und erinnert ihr euch, da war doch dieses Metallgitter, wo wir diesen Farbentferner oder das radioaktive Material oder was das war, umgestoßen haben. Das ist darauf. Und hier liegt das jetzt. Und jetzt nehmen wir mal, jetzt probieren wir mal den Sponge. Use Sponge in Pad. Puddle of Developer. Sponge with Developer. Okay. Ja. Und dann haben wir hier noch ein Hauptventil fürs Wasser. Das ist jetzt aber nicht drin. Das müssen wir später abdrehen. Aber ja, bei Edna auf dem Nachtschrank ist auch noch ein Schlüssel. Ich überlege gerade,
Ich muss gerade noch ein bisschen überlegen, wie kommen wir jetzt eigentlich weiter? Ich gebe erstmal Sid ein paar wichtige Sachen. Und zwar Sid. Give yellow key to Sid. Jetzt hat Sid den Key, was braucht er noch? Nix, aber wisst ihr was? Wir haben ja eine Sache. Ja, genau, ich weiß, was wir jetzt als nächstes machen. Genau, als nächstes gehen wir, machen das mit dem Audio-Recording. Wir haben, genau, wir gehen jetzt hier hin und wir haben noch ein Schallplattendings gefunden, eine neue Schallplatte. Wir nehmen die erstmal wieder runter. Pick up alte Schallplatte. It's still playing, okay. Turn off Grammophon. Pick up Schallplatte, danke. Und jetzt hoffe ich, dass das hier die andere Schallplatte ist. Use Schallplatte mit dem Ding. Und jetzt mal, ich warte auf einen hohen, langen Ton. Den hätte ich gerne auf Schallplatte. Genau, so einen hohen, langen Ton hätte ich gerne. Auf C64 war das ein konstanter, langer Ton. Hier ist das, hört sich das an wie so eine digitale Granate. So eine Tonleiter nach unten. Aber habt ihr gemerkt? Der war so hoch, dass hier die Vase kaputt gegangen ist. Das ist ja der Hammer. Wollen wir das mal auf Kassette aufnehmen? Turn on. Cassette Tape. It's recording. Und turn on. Record. Vielleicht mache ich ihn erst nochmal aus und dann nochmal an. Okay, dann mache ich ihn aus. Dann mache ich auch die Kassette aus. Dann nehme ich die Kassette und habe das Ganze jetzt auf Kassette. Sehr gut, wo ist sie? Cassette Tape, da ist es. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Und als nächstes brauchen wir einen Kollegen. Wir brauchen jetzt Bernard, weil mit dieser Kassette gehen wir gleich zu dem Kronleuchter. Wisst ihr, wo er gesagt hat, ich soll mich auf die Couch stellen, um an den Schlüssel zu kommen? Wie wär's, wenn wir den Kronleuchter einfach runterholen? Mit Schallwellen. Und da haben wir einen Experten für. Der gute Bernard, der geht mal hier und baut jetzt mal ganz kurz die Radioröhre aus. Das kann nur Bernard. Er hat sie, wunderbar. Und wir brauchen Bernard da gar nicht zu, fällt mir auf. Das kann Dave auch alleine machen. Komm, Dave, geh mal runter. So, dann gehen wir hier hin. Drüber zu Bernard, der steht da noch. Jetzt die Kassette nehmen. Use Kassette. Cassette Tape in Cassette Player. Drin ist das Ding. Turn on. Ha! Hat geklappt. Hier ist alles zu Bruch gegangen durch den hohen Ton. Nicht nur die Scheiben, auch der Kronleuchter. Jetzt liegt der Schlüssel auf dem Boden. Und das ist der alte rostige Schlüssel. Und wo zur Hölle passt der alte rostige Schlüssel? Wisst ihr das noch? Hier nicht. Oh Mist, hier läuft immer noch der Rekord. Ich mach das mal aus. Turn off. Ich glaube, der passt jetzt aber den hinten, oder? Ja, ihr redet gerade über die Kettensäge im Chat, ne? Plazinator fand das damals. Ich habe wirklich gedacht, also der Gag ist klar, ne? Hier ist eine Kettensäge und eigentlich sagt er, diese Kettensäge hat gar kein Kettensägenöl drin. Die befindet sich in einem anderen, das befindet sich in einem anderen Spiel. Zumindest sinngemäß sagt er das. Wie kriege ich ihn dazu, das zu sagen? Warte mal, Pickup. Ah, Mist, ich hab sie sogar. Und jetzt Use, genau. Was sagt er dann? I think it's out of gas. Ach nee, wahrscheinlich habe ich es gerade verwechselt. Denn der zweite Teil der Geschichte ist folgender. Dann kam nämlich Zack McCracken raus
Wahrscheinlich wisst ihr das alle. Ich sag's trotzdem. Und da hat man natürlich denn das Kettensägenöl gefunden. Und ich glaube, der Zack sagt dann, oh, das ist für ein anderes Spiel. Und das ist ein kleiner Gag, nur damals, der kleine Teenie-Dennis, oder vielleicht sogar noch nicht mal Teenie-Dennis, der dachte, der irgendwo muss doch in dem Spiel, ich will diese Kettensäge benutzen. Jahrelang gesucht, nie gefunden. So, wo ist unser neuer Schlüssel? Geht auch nicht. Schmolle fragt gerade, ob die mit Gas betrieben wird. Nee, aber das Spiel ist Englisch. Und Gas heißt, Gasoline ist kurz vorm für Gasoline. Benzin. Genau. Ich überlege gerade, wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Ich würde sagen, wir gehen noch mal in den Keller. So. Und zwar der Keller, da gibt es einen Trick. Normalerweise wird man da nämlich eingesperrt. Hätten wir uns fangen lassen, wären wir unten im Kerker eingesperrt. Und man kommt so in den Keller. Man zieht hier an diesem Gargoyle. Und zwar Pull, Gargoyle. Dann geht diese Tür hier auf. Und wenn man sich wegbewegt... Oh. Also machen wir das so. Wir holen Bernard, der ist ja gleich nebenan. Und Bernard geht in den Keller. Und im Keller ist es dunkel. Aber ich weiß ungefähr, wo ist das Licht? Da. Ganz kleiner Lightswitch, nicht einfach. Turn on. Tick. Hier ist der Sicherungskasten. Ach, hier ist das radioaktive Zeug. Und hier ist noch ein Schlüssel. Silver Key. Den picken wir mal ab. Dann öffnen wir das Ding. Fusebox. Können auch hier die Tür zum Kerker öffnen. Nee, die ist verschlossen. Wir gucken mal ganz kurz, ist das der Schlüssel dafür? Nee. Okay. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Ich muss mich einmal sammeln und kurz überlegen, welcher Schlüssel denn wozu passte und in welcher Reihenfolge wir denn jetzt weitermachen. Ist gar nicht so einfach. Ich habe mehr von dem Spiel vergessen, als ich dachte oder als ich zugeben möchte. Größte Problem ist, dass wir diesen Entwickler verloren haben und jetzt diese Tür nicht mehr von Farbe befreien können. Naja. Gut, wir machen einmal kurz Werbung. Ich gehe in mich, überlege, ihr könnt mir auch gerne Tipps in dem Chat geben. Da schaue ich rein. Bis gleich. Bleibt dran. Der rostige Schlüssel ist fürs Verlies, der gelbe Schlüssel für den Kofferraum und der silbe für den Hinterausgang. Merkt euch das mal. Sweet Chili hat's gerade gesagt im Chat. Also, wofür war der Silber? Silberne ist für den Hinterausgang, genau. Wir waren zum Hinterausgang. Wir sind immer noch hier im Keller und gehen mal. Hier hinter ist das Verlies, da habt ihr nichts verpasst, da kommen wir früher oder später eh noch rein. So, Bernhard geht jetzt mal hoch und der silberne Schlüssel ist der, genau. Pass auf, Bernhard, dich brauchen wir eigentlich nur für diese komische Radioröhrengeschichte. Deswegen gib mal Give Silver Key to Dave. Dave hat jetzt den Silver Key. Bernhard, du versteckst dich mal hier. Nicht, dass wenn, ne, hier im Treppenhaus sollte man nicht abhängen. Wir gehen jetzt wieder zu Dave. Dave hat jetzt den Silberschlüssel aus dem Keller und mit dem Silberschlüssel sollten wir jetzt hinten rauskommen. Ich habe einfach nicht mehr auf der Kette, welche Schlüssel wo passen. Hier raus. Und dann Frischluft. Also, use Silver Key in Door. Dip. Ja, da, guck mal, wir sind draußen. Und das hier ist der Garten. Da ist ein Pool. Darauf schwimmt so ein, wie nennt man die Dinger, aufblasbarer Poolsitz mit einem Kassettenrekorder drauf oder was auch immer. Da wollen wir rankommen, aber wie kommen wir denn da ran? Da ist überall Wasser.
Und ich meine, man sieht es jetzt noch nicht, aber ich kann es euch schon mal sagen, das Wasser ist radioaktiv. Denn die Familie hier benutzt den Pool eigentlich eher nicht zum Baden, sondern zum Kühlen des Reaktors. Das werden wir gleich sehen, wenn wir da mal runterklettern. Vorher müssen wir aber das Wasser ablassen. Lass uns mal hier die Tür auftun. So, jetzt sind wir in der Garage. Ah, ich glaube, du musst auch trainieren, um die Garage aufzumachen. Jetzt, ja, da hat auch jemand was im Chat geschrieben. Ich glaube, da muss, dafür ist es auch gut. Das kann gut sein. So. Pick up. So. Das war so ein, wie nennt man das auf Deutsch? Water Faucet Handle. Ein Wasserhahn-Aktivierungsgriff. Wie nennt man die Dinger? Im Deutschen. Wasserdreh. Wenn ihr Wasser macht in eurem Klo. Ja, genau, der Wasserhahn ist das Ding in der Mitte. Aber wie heißen denn? Die müssen doch auch einen Namen haben. Rechts und links, die beiden Dinger, wo man warm und kalt macht. Haben die keinen Namen oder was? Leitungshahn? Ventilgriff? Ja, doch, okay. Tut mir leid, dass ich ablenke. Ich mach mal hier hinten den Kofferraum auf. Der ist aber verschlossen. Können wir den Silver Key benutzen? Nein, funktioniert leider nicht. Drehknauf. Ja. Ja. Ventilknauf. Bescheuerter Name, oder? Habt ihr schon mal den Begriff benutzt im Zusammenhang bei diesem Thema? Naja, ich nicht. Ist ja auch egal. Wir kriegen das Auto hier nicht auf. Müssen wir auch nicht. Übrigens hat das Auto keine Reifen, wie ihr seht. Das steht auf so, wie heißen die Steine-Dinger da, ne? Steine? Blocks? Steinblocks? Ziegelsteine heißen die. Ziegelsteine. Entschuldigung. Wir müssen da aber hinten ran. Wir müssen da aber hinten. Wisst ihr was? Ich gucke nochmal, ob ein anderer Schlüssel passt. Da hinten ist nämlich, glaube ich, eine Werkzeugkiste drin. Der Silver Key hat nicht funktioniert. Unlock Trunk with Silver Key. Doesn't work. Wir haben noch andere Keys. Oder? Ja, da haben wir zum Beispiel einen. Wo ist denn jetzt Open? Ach da, nee, Unlock heißt das. Unlock mit Key. Geht auch nicht. Und weil wir haben noch drei Keys. Ah nee, den einen Key hat, glaube ich. Shit. Ich dachte gerade, Car Key steht hier, aber nee, es ist Card Key. Old Rusty Key. Hatten wir den schon benutzt? Nee, der funktioniert auch nicht. Nee, wir haben die drei Keys. Ja. So, gucken wir nochmal in den Chat. Was ist los hier? Oh, ich hab vergessen. Es geht ja hier. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh, Sekunde, ich muss kurz den Chat reparieren. Okay, ich habe den Chat repariert. Wir gehen wieder rein. Armatur ist die Gesamtheit aus Hahn und Ventil, sagt KG. Sind wir immer noch bei dem Thema? Ero sagt Rollkugel-Eingabegerät, ja. Den gelben für das Auto. Hatten wir den, haben wir nicht den gelben Key? Yellow Key. Hatten wir den nicht? Ich sehe keinen gelben Key. Gucken wir mal, hat Sid den? Sid hat den Yellow Key. Ah, okay, komm, Sid. C64-Version hatte auch so Schrittgeräusche. Das ist immer gemacht, wenn die gelaufen sind. Schade, dass die DOS-Version hier da so technisch hinterher ist und dann da gar kein Sound kommt, ne? So gut wie keiner. Okay, ich probiere es nochmal. So, jetzt haben wir es. Wir haben den Kofferraum offen, also schnapp dir mal die Werkzeugkiste. Ah, wozu brauchen wir die nochmal? Naja, okay. Als nächstes könnten wir, das können wir jetzt schon machen. Ich weiß nicht, ob wir das, da ist doch auch ein Schlüssel unten drin. Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Wir stellen uns hier hin. Und lassen das Wasser ab. Ja?
Sid geht dann runter. Ich würde sagen, Dave hat ja trainiert. Ich weiß nicht, da muss man auch, glaube ich, vielleicht unter Umständen ein bisschen stark sein, um dieses Hauptventil. Zack, zu betätigen. Das war die Geschichte unterm Haus. Da gehen wir kurz hin, lassen das Wasser ab, denn geht ein Alarm los. Da muss man richtig schnell sein. Ist jetzt mega gefährlich. Wir können jetzt Game Over gehen, wenn wir nicht schnell genug sind. Das Spiel ist ja richtig Open World. Wer sagt das? Edi spielt. Ja, ne? Ist ein gutes Spiel, ne? Pass auf, wir. Jetzt müssen wir mal auf den Ton achten. Turn off Water Valve. Nee, geht nicht. Probieren wir es mal andersrum. Turn on. Ah, okay. Jetzt gehen wir schnell runter hier. Ist mega gefährlich, weil jetzt hier. Das Ding keine Kühlung hat. Ihr seht die radioaktiven Kühlstäbe. Meltdown. Meltdown. Ja, er beschwert sich über das billige Equipment. Der Meteor wird ziemlich angepisst sein. Tentakel. Yes, Sir, Dr. Fretzer. Papa Tentakel zu Diensten. Okay, der purpurne Tentakel soll den Reaktor auschecken, was da los ist. Und wir machen jetzt den Knopf auf keinen Fall drücken, dann ist Game Over. Wir schnappen uns jetzt ganz schnell diesen Schlüssel, Glowing Key, und wir nehmen das Radio mit, wegen den Batterien. Also schnell wieder raus, Sid, schnell wieder raus, wir haben nicht viel Zeit. Der Laden geht gleich hoch. Schnell raus, 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 raus. Auf zu Dave umschalten. Dave, Dave, Dave! Da, Dave, 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 turn off, schnell wieder rückgängig. Oh. Wir haben es geschafft. Der Tentakel? Hä? Keiner da. Macht das Licht wieder aus. Geht hoch. Aber alles gut. Wir haben es wieder. Wir hören auch den Wassersound. Ja, alles in Ordnung. Wir können wieder raus hier. So, dann hier durch. Da rein. Also, was haben wir denn jetzt? Wir haben den Glowing Key. Wir gucken mal, ob wir das jetzt schon mit Bernard machen können. Der Bernard hat ja, der steht ja hier. Wir wechseln mal zu Bernard. Da ist Bernard. Bernard, geht mal hoch und probiert mal diese Radioröhre, die sich jetzt ja. Die einzige Aufgabe, die ihm gilt hier in diesem Spiel, die soll er jetzt mal angehen. Und zwar versucht er, das Funkgerät wieder lauffähig zu machen. In dem Raum unter dem Purpur-Tentakel-Zimmer. War ja dieses Radio. Oder Funkgerät oder was auch immer. Und das fixt jetzt der Bernhard. Denn ich glaube, wir müssen die Weltraumpolizei rufen. Wir sehen es ja hier. Die Weltraumpolizei hat auch schon so ein Wanted-Poster hier. Und wir benutzen jetzt mal die Radioröhre hier mit diesem Gerät. Ast rein. Funktioniert das jetzt? So, jetzt noch einmal ganz kurz. Read Poster. Telefonnummer merken. Weil so funktionieren Funkgeräte, das wisst ihr. 3412. Und. Das war die Nummer der Weltraumpolizei. Da ist sie, die Weltraumpolizei. Das ist die Meteorpolizei. Okay. Den Meteor gefunden. Wir sind in 5 Minuten da. Gehen Sie sicher, dass das Labor nicht abgeschlossen ist. Okay, okay. Das war ein bisschen zu früh, macht aber nichts. Damit löst man am Ende das Spiel. Das ist die große Aufgabe am Ende. Wenn wir unten im Verlies die Tür zum Meteor aufhaben, rufen wir hier die Weltraumpolizei und die verhaftet ihn dann. Das haben wir jetzt aber zumindest schon. Was machen wir jetzt? Jetzt würde ich sagen, machen wir Folgendes. Wir gehen in Ednas Zimmer. Weil ich glaube, bei Edna liegt auch noch was. Und wie machen wir das? Indem wir Bernard opfern. Wir gehen mit Dave hinterher, verstecken uns wieder im Nebenraum. Bernard geht zu Edna rein.
die fiese alte Oma, vielbeschäftigte Krankenschwester. Und wenn die Bernhard geschnappt hat, werden wir ihr Zimmer looten. So, hier hoch, zack. Machen wir das mal so. Also, Dave versteckt sich hier. Bernhard geht rein zu Edna. Ah, and welcome visitor. Oh, I got you. How silly of me. Should have tied you to my bed. Ah, okay. Die ist aber schnell unten gewesen. Ich bin mir gar nicht sicher. Mal gucken, ob das überhaupt geht. So, wir wechseln wieder zu Dave und looten jetzt Ednas Zimmer. Was gibt's da? Ich glaube, das Parfüm brauchen wir nicht. Das nimmt er auch gar nicht mit. Wichtig ist dieser Schlüssel hier. Small Key. Oh, guck mal hier. Die Leiter. I remember. Painting, Hatch. Hier ist irgendwo so eine Baulampe. Light. Wo? Da. Light. Turn on. Light. Ah. So. Pick up. Can't pick that up. Pull. Ah. Okay. Was ist das? Ein Wall Safe und darunter ist eine Nummer gekritzelt. Wollen wir uns die mal angucken? Read. Too tiny to be read. Ah, ist zu klein. Kann er leider nicht lesen. Das ist die Kombination natürlich für den Safe. Schade. Und jetzt haben wir aber den Schlüssel. Aber jetzt kommen wir nicht mehr raus. Macht nichts. Edna holt uns von der Leiter runter. Da ist sie. Oder? Auch nicht schlecht. Auch nicht. Habt ihr das gesehen? Das war egal. Komm, wir lassen uns fangen. Weil wenn man zu zweit im Gefängnis ist, gibt es einen kleinen Trick. Sehr gut. So, wir sind noch Dave. Und das ist das berühmte... Können wir die schon aufmachen mit dem Small Key? Ich glaube nicht. Can't unlock. Haben wir nicht noch diesen... Nee, das war Sid. Wo bist Sid gerade? Ach, Sid ist noch da hinten. Hier müssen wir nichts mehr machen. Hier auch nicht. Gehen wir wieder rein. Holen jetzt mal unsere Kumpel aus dem Verlies. Entweder kann man im Verlies, wenn man da drinnen steckt, einen losen Stein suchen, diesen Stein drücken und dann geht die Tür auf. Problem ist nur, die Tür geht zu, sobald man den Stein loslässt. Also man kann nur einen aus dem Gefängnis freiholen, wenn man zu zweit ist. Nur dann klappt das. Und das zeige ich mal ganz kurz, weil ich merke gerade, Sid kommt ja gar nicht runter alleine. Oh oh, was passiert zwischenzeitlich? Get away from me, you purple slime! Don't touch me! Purple tentacle! Stop playing with the lab experiments! Bring her, the machine is ready! Okay, Sandy wird jetzt gleich an den Gehirnmanipulator angeschlossen. Das wollen wir verhindern. Also lass mal schnell rüberschalten zu Dave. Dave drückt einen Stein. Wo ist dieser Stein? Dafür jetzt diese Taste. Irgendwo ist ein loser Stein. Wo ist der? Der war doch... Outer Door. Window. Nee, hier ist Candle. Gelöt. Warte mal, ist der weiter hier? Oder Erich, nee, hier war doch ein Stein. Oder was ist da los jetzt gerade? Irgendwas stimmt da nicht. Wieso finde ich den Stein nicht? Candle Holder. Ich
Ja, unter dem Kronleuchter, sagt ihr im Chat. Habe ich schon alles gecheckt hier? Irgendwo hier, ich dachte. Da ist er, doch, ja, richtig, da ist er. Loose Brick, da haben wir ihn. Push, Loose Brick. Gehen wir mal zu Bernard und, die Tür ist offen. Gut, vielleicht müssen wir schneller sein. Probieren wir es nochmal. Dave, weißt du was? Wie wär's, wenn du rausgehst? Ich brauche mich viel dringender. Bernard braucht kein Mensch. Was war das für ein Ton? Guck mal, Bernard hat nicht mal was in der Tasche. Also, drück verdammt nochmal diesen Stein. Die Weltraumpolizei ist da. Let's go get him! How am I supposed to get in there? Oh well, maybe next time. Ja, wir haben die Weltraumpolizei gerufen, aber wir haben die Tür nicht aufgemacht. Das hat er ja gesagt. Deswegen geht's hier nicht weiter. Wir push, loose, break. Jetzt schnell zu Dave, schnell raus. Ah! Zu langsam. Bernard, push, break, new kid, Dave, raus. Mann, das geht aber echt fix. So, dann wollen wir hier raus. Nee, geh unten lang. Ganz nach rechts. So, jetzt sind wir ganz rechts. Und jetzt können wir hier den Lichtschalter. Can't move. Ja. Turn on. Danke, immerhin. Okay, das hätten wir. Jetzt ist Bernard alleine unten. Was haben wir jetzt? Flashlight, Key, Cheese, Batterien, Can of Pepsi, Lettuce. Ja, ich glaube, wir können hoch zur fleischfressenden Pflanze. So, ihr könnt in der Zwischenzeit schon mal checken, was genau braucht die fleischfressende Pflanze. Sie braucht irgendwas zum Essen und irgendwas ganz Spezielles am Ende. War das der radioaktive Kram? Naja, wir gehen erstmal hin. Es kann sein, dass wir doch diesen radioaktiven Abfall brauchen bei der fleischfressenden Pflanze. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, Old Rotting Turkey, sagt zum Beispiel gerade Old Snake, den kann man geben, aber das ist nicht das wichtige Teil. Was man ihm am Ende gibt, glaube ich, ist das Wichtige. Nee, warte, hier ist er gar nicht. Das ist gar nicht das Ding. Ich glaube, ja, ne, ich glaube, wir brauchen das radioaktive Wasser oder diese Pepsi. Ich war mir auch gerade nicht sicher, aber wir, guck mal, wir geben ihn jetzt mal. Komm, give Salat an fleischfressende Pflanze. Gib Salat an. Er sagt, ist besser, wenn ich dich da rangehe. Du stehst eigentlich ziemlich dicht dran. Use Lettuce. Nochmal, use Salat mit. Warte mal, was mache ich denn falsch hier? Irgendwas mache ich falsch. Give. Give, old rotting turkey. I'd better get closer. Wie war das nochmal? Use old rotting turkey. Nochmal. Use old rotting turkey. Nee, das funktioniert jetzt nicht. Probier mal, was ist mit dem Schwamm, ne? Mit Developer. Da ist jetzt der Entwickler drin. Wir brauchen aber eigentlich den radioaktiven Kram. Ich probiere es trotzdem mal. Give Sponge
Nee, wieso sagt er, I better get close? Kann das nur Sid? Das kann sein, weil wir probieren es mal. Guck mal, ob Sid, ist Dave nicht mutig genug, um dieser menschenfressenden Pflanze das Essen zu geben? Das kann gut sein. Bin nicht ganz sicher. Wobei, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir eh schon in der Sackgasse sind. Weil aufgrund der Tatsache, dass uns der Farbentferner fehlt. Gucken noch mal. Also, Dave. Mach erst mal das Paket auf, was du vorne bei der Post geklaut hast. Some uncancelled stamps. Ja, die Stamps sind wichtig. Briefmarken für das alternative Ende mit dem Tentakel. Brauchen wir jetzt hier gerade nicht. Wir gucken noch mal zu Dave. Und Dave, bitte, guck noch mal bitte diesen, das mit der Wand hier. Haben wir da nicht irgendwas? Paintbrush. Ich probiere mal Paintbrush mit. Nee, das wird doch nichts. Old Record, Dime, Manuskript, Spongebob, Developer. Ja, Developer ist halt nicht das, was wir brauchen, ne? Das war ja das Komische. Wir haben den Farbentferner irgendwie, der hat sich aus unserem Inventar einfach entfernt. Dieser Farbentferner. Use SpongeBob Developer, das bringt doch nichts. Na? Ja, genau, da ist eine Tür hinter. Wenn du den Entferner benutzt. Ja, aber ich habe keinen Entferner. Das ist ja das Problem. Wir hatten einen Entferner, aber dieser Entferner hat sich entfernt. Was soll ich sagen? Der ist weg. Wir haben keinen Entferner mehr. Wir brauchen einen Entferner. Wir hatten ihn, jetzt ist er weg. Und es ist irgendwie komisch. Es ist dead end. Aber wir probieren jetzt trotzdem mal mit der Pflanze. Also ich gebe mal jetzt gib ihm mal ein bisschen Fleisch. Ne, den brauchen wir noch, den Hamster. Aber ich nehme hier Old Rotting Turkey. Give Old Rotting Turkey to Dave. To Sid. Sehr gut. Und kann Sid das machen? Give Old Rotting Turkey to Plant. Nee, er sagt auch, I better get closer. Komisch, ich hatte noch nie. Das ist mir. Das ist schon tausendmal gespielt, aber irgendwie. Das hatte ich noch nicht. Read, close, open, give. Ich kann noch mal use Old Rotten Turkey mit plant. Macht er auch nichts? Pull plant. Can't move it, push, ja. Yeah. Give Old Rotten Turkey to plant. Hm. Ich gebe ihm jetzt die Pepsi. Die Pepsi war irgendwie wichtig, aber ich dachte, die Pepsi, musste man die Pepsi nicht am Ende geben? Weil später rülpst die Pflanze die ganze Zeit. Und ich glaube, das war wegen der Pepsi. Und es kann gut sein, wir probieren das jetzt erstmal kurz mit dem radioaktiven Wasser. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Pepsi-Geschichte, da war irgendwas vom Timing her, dass man das nicht als erstes geben kann. Da musste, glaube ich, eine Reihenfolge oder es gab zumindest Spekulation dazu. Ich werde jetzt einmal, warte mal, du hast doch gar nicht, wie willst du denn radioaktiven, geh mal da rein, Dave muss das holen. Dave hat das Glas. Warte mal, das Glas ist ja voll, lass mal gucken, können wir das Glas denn wenigstens. Wo ist das verdammte Glas mit Wasser? Jar of Water, da haben wir es. Also, give Jar of Water zu Pflanze. I'd better get closer. Use Jar of Water with Manning Plant. Geht nicht. Mal gucken, ob ich jetzt, wie kriege ich denn jetzt radioaktives Wasser in die schon volle, in das schon volle Glas?
Wasserglas mit Schwamm wäre tatsächlich die Antwort auf meine Frage gerade. Danke da für diese Idee. Aber wir gehen mal ganz kurz zum radioaktiven Wasser und schauen mal, ob das vielleicht auch einfach so funktioniert. Vielleicht haben wir ja gar kein Problem. Radioaktives Wasser hier lang? Nee, warte mal. Wozu brauchen wir denn den? Ah, egal. Gehen hier hin. Oh, das ist aber der lange Raum. Da, da. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Können wir use jar of water mit Swimmingpool? Immer noch Jar of Water. Open Jar of Water. Doesn't seem to open. Use. Wie kriege ich denn das Ding jetzt leer? Komisch, wir haben jetzt irgendwie so ein paar potenzielle Sackgassen geöffnet. Kann ich das Wasser einfach ausgießen im Waschbecken? Wo kann ich Wasser verbrauchen? Use jar of water mit Faucet. Geht nicht. Paintbrush, old record, dime. Sponge with developer. Use sponge with developer mit jar of water. Ja, das hat funktioniert. Schaut mal, das hat wirklich funktioniert. Wir haben jetzt ein leeres Glas und jetzt, wo ist der Sponge? Sponge with water. Wir probieren gleich mal die Farbe oben zu entfernen mit Wasser. Vielleicht geht das auch. Als erstes aber, ich glaube, es hat funktioniert. Das ist das ganz normale Maniac Mansion übrigens. Ich glaube, es ist die PC-Version. Die C64-Version hat ein bisschen Probleme gemacht und ist nicht ganz komfortabel wegen den Ladezeiten und so weiter. Außerdem hat die auch kein Bild auf Anhieb verursacht. Deswegen machen wir hier PC-Version. Ich wollte benutzen Glass Jar mit Swimmingpool. Jar of Water. Müsste da nicht Radioactive Water stehen? Nein! Wisst ihr, mir fällt gerade was ein. Mir fällt gerade was ein. Unten im Keller. Da kommen wir jetzt nicht hin. Wo ist Sid? Sid ist noch oben, ne? Ah, nee, nicht ganz so oben. Sehr gut. Sid, komm mal kurz runter. Ich brauch dich. Wir müssen noch mal ganz kurz in den Keller. Und im Keller liegt auf dem Boden, glaube ich, radioaktives Material. Und das werden wir jetzt mal... Das werden wir abchecken. Also, du bitte einmal... Dann Dave. Geht runter. Erinnert ihr euch? Hier ist eine grüne Pfütze. Und das ist Radioactive Slime. Also probieren wir mal jetzt den Schwamm. Oder ich probiere mal Jar of... I'm not touching that. Okay, okay, okay. Dave macht das nicht. Wo ist der Schwamm? Schwamm! Hä? Jar of water, can go paintbrush, old manuscript, sponge. Da! Sponge with water.
Also, use sponges water mit radioactive Slime. Yuck, I'm not touching that. Okay, liegt das jetzt an dir? Pick up. Schwamm drüber, ja. Vielleicht haben wir, vielleicht ist das Wasser schon radioaktiv. Wir gehen noch mal hoch. Das, was wir aus dem Pool haben. Aber wie kommen wir denn? Okay, wir schaffen. Was war denn noch mal da hinten? Hinter der menschenfressenden Pflanze. Oben ist das Teleskop, aber was war hier hinten nochmal? Okay, als erstes probieren wir nochmal jetzt mit Wasser. Sponge mit Wasser. Nein, geht nicht. Nochmal. Use Sponge mit Wasser mit Paint Blotch. Nein, geht nicht. Okay, dann probieren wir es mit dem Wasser. Wo ist Jar of Water? Give Jar of Water to Plant. I better get closer. Du stehst verdammt noch mal direkt davor, du Dombatz. Was ist denn hier das Problem jetzt? Oh, wie dämlich. Du hast das schon tausendmal durchgespielt und auf einmal... Walk to Pot. Ach, guck mal, hier ist ein Pot. Warte mal, ich benutze mal... Pot und Pflanze sind zwei verschiedene Sachen. Jar of Water mit Pot. Ja, wir müssen auf den Pot klicken unten. Wenn ihr die Pflanze füttern wollt, müsst ihr auf den Pot klicken. Oh, ja, da war ein Pot drunter. Seht ihr das? Hier ist Pot und da ist Pflanze. Die, hier muss man draufklicken. Mensch. Okay, kommen wir jetzt schon hoch? Ich glaube nicht, sie muss erstmal satt sein. Und um sie satt zu kriegen, habe ich hier immer einfach alles andere gegeben. Also give... Wo ist der Truthahn? Hä, wo ist mein Truthahn? Broken Bottles, Weak Old Roast Beef. Mein Truthahn ist weg. Ich habe keine Ahnung, wo meine ganzen Gegenstände hier verschwinden. Ist jetzt schon der zweite Gegenstand, der verschwindet. Bin ich doof? Habe ich Sit gegeben? Mann! Bin ich dumm. Egal, dann geben wir was anderes: das Roast Beef. Das geht auch. Wo ist jetzt das Roast Beef? Give Weak Old Roast Beef zur Pflanzenpot. Okay, das geht jetzt nicht mehr, aber I better get close. Pass auf. Man-Eating Plant, ja. Ja, aber es macht doch jetzt keinen Sinn. Okay, also Wasser in den Topf zu gießen macht ja noch Sinn, aber denn die anderen Gegenstände, guck mal, wir probieren es mal. Use canned goods. Use pump-ups canned goods, so? Nee, geht nicht. Aber wenn wir das direkt mit der Pflanze... Nee. Wir müssen irgendwie schaffen, dass diese Pflanze nicht mehr schnappt, sondern dass sie rübst. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass in dieser Version, aber es kann doch nicht sein, es gibt doch keine. Okay, ich mache das mal mit der Pepsi. Wo verdammt nochmal ist die verdammte Pepsi? Da. Also, use Pepsi on pot of for plant. Wir haben's. Hä? Ich habe dem früher immer so viel Essen gegeben. Alles Essen, alles, was es in diesem Haus gab, habe ich diesem Ding gegeben. Und am Ende die Pepsi. Und du willst mir jetzt erzählen, dass ein halbes Jahrhundert später ich rausfinde, dass ich das alles nie gar nicht hätte machen müssen. Und ich, die Pepsi hätte, war ausreichend komplett, oder was? Ist das wirklich so? Ich hatte im Original damals eine Komplettlösung. Von einem Schulkameraden. Dem sein Bruder mit seinem Kumpel
eine Computerzeitschrift gedruckt hatte für sich und seine Schulkameraden, Auflage von 5. Und da war die Komplettlösung kopiert von Maniac Mansion aus einer anderen Zeitschrift abgeschrieben. Und die hatte ich. Und da stand original in dieser Komplettlösung, man muss das ganze Essen geben und dann kann man da hoch. Aber nein, es reicht radioaktives Wasser und am Ende die Pepsi. Und jetzt sind wir hier oben und können ein bisschen Geld nehmen. Stecken das da rein. Und benutzen das Teleskop. Sehen einen Baum. Jetzt müssen wir das ein bisschen verstellen. Probieren es nochmal. Ah, eine Hausecke. Ich würde sagen, was wir suchen, ist klar, oder? Erinnert ihr euch noch an den Safe? Push Button. It's not rotating. Okay, dann müssen wir den anderen Button drücken. It's not rotating. Ach man, muss ich noch ein Dings da reinstecken? Use Dime in Coin Slot. Push Button. Use Telescope. Ah, und da ist es, unter dem Safe. 1029. 1029. Könnt ihr euch das merken, bitte? Sehr gut. Mehr brauchen wir hier nicht. Wieder runter. Wie kriegen wir diese verdammte Wand? Use Chainsaw mit Wand. Nee. Rusty Key. Water Faucet. Paintbrush. Old Record, Tentacle Chow, Canned Goods, Week Old Roast. Nee, hier ist nichts bei, was. Was war denn da nochmal hinter? Hm. Hey, beweg dich. Junge. So, danke. Ja, ja, okay. Jetzt kriegen wir Safe auf. Wie kommen wir nochmal zum Safe? Das war oben bei Edna, ne? Da müssen wir ganz kurz Edna wieder ablenken. Ich würde sagen, Sid kann das ganz gut. Komm an Safe ran. Ja. Naja, durchspielen werden wir aus heute nicht mehr. Ich wollte nur mal kurz reingucken. Aber so, ganz ehrlich, so viel ist das auch gar nicht mehr. Es ist wirklich jetzt nicht mehr viel, was man machen muss. Wirklich nicht. Aber wisst ihr was? Eigentlich hatten wir noch was anderes vor. Wo ist der Hamster? Give Hamster to Sid. Oh, cute, sagt Sid. Und Sid geht jetzt in die Küche. Und das war echt damals der Hammer, ne? Dass das geht. Das war ein mega Running Gag. Das fand der ganz, ganz junge Dennis mega spannend, dass das geht, den Hamster mit der Mikrowelle zu benutzen. Und das habe ich lange nicht mehr gemacht. Und ich weiß, ihr glaubt mir nicht. Deswegen beweise ich es euch. Und nur Sid macht das. Ihr habt gesehen, Dave macht das gar nicht, weil Sid ist kein guter Mensch. Use Hamster in Microwave Oven. Da ist er drin. Close. Microwave Oven. Und turn on Microwave Oven. Ups! Oh, ja, das war unglaublich damals. Das war Maniac Mansion und wir haben unser Ziel erreicht zumindest. Hat mega Spaß gemacht und so viel ist es wirklich nicht mehr. Jetzt wird es noch etwas verzwickt, plus wir haben diese eine Stelle, wo wir vielleicht eh nicht weiterkommen, weil der Farbentferner hat sich einfach
wie gesagt, entfernt. Er ist weg. Er hat sich aus meinem Inventar verdünnisiert. So kommen wir da hinten gar nicht mehr weiter. Deswegen würde ich sagen, das war's mit Maniac Mansion. Mal ein kleiner Exkurs in nach 1987. Eins meiner Lieblingsspiele in den 80ern. Eines der ersten Softwarepakete, die ich mir damals von meinem eigenen Taschengeld selber gekauft hatte. Weil ich habe es ursprünglich nur auf Englisch gespielt. Und ich brauchte die deutsche Version. Weil der kleine Dennis konnte damals nicht so gut Englisch. Ne? Und naja, so viel dazu. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr habt gesehen, wie Maniac Mansion funktioniert. Danke an euch. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.